Willkommen zurück zu Let's Play LS17 auf der Map Silbers Husum. Wir starten hier direkt. Der Traktor fährt und drillt. Wie ihr seht, er ist auch fast mit dem Feld fertig. So. Und bevor wir weitermachen, ich hatte schon fast knapp eine halbe Stunde aufgenommen und irgendwie war der Ton auf einmal total schräg, leise und total verzerrt und so hallig. Also musste ich nochmal neu machen. Oh, was sehen wir denn da oben? Ein Goldnugget. Kommen wir da auch. Ein Goldnugget haben wir gefunden. Das werden wir auf jeden Fall auch nochmal suchen, die Goldnuggets. So, aber erstmal, ich habe was Schönes für uns rausgesucht. Ich muss aber jetzt nur mal kurz gucken, wo der ist. Ich glaube, der ist hier, oder? Da ist er nicht. Wo ist er denn? Wo versteckt er sich denn? Habe ich ihn gerade nicht aktiviert? Aber eigentlich schon. Da ist er auch nicht. Da ist er! Ein John Deere HPX Gator. Den hat er auch auf der Original Silbers Husum fahren. So ein ähnliches Ding, oder fast das gleiche Ding, das weiß ich nicht, aber so ein ähnliches. Den werden wir nehmen zum Transportieren von, wie heißt es, von Saatgut. Da können wir uns schön immer Saatgut mitholen. Und zu unseren Traktoren fahren, weil ich habe festgestellt, bei den großen Feldern mit unseren kleinen Saatmaschinen müsste man öfters auftanken. Deswegen haben wir jetzt hier so einen schönen, kleinen, fahrbaren Untersatz, wo man auch Sachen mal schnell kaufen kann und die abholen kann. Wie wir es nennen? So ein kleiner Truck. Pickup. Ja, bisschen übertrieben, ne? Sieht fast aus wie so ein kleines Golfauto. Aber hat schön Power. Man sieht, er zieht 55, 54 fährt er. Das ist okay. Dann werden wir gleich mal zu uns auf dem Hof fahren. Und werden mal ein bisschen, werden wir gleich mal Saatgut auf den aufladen. Und dann werden wir weiter Feld 16 sehen. Drillen. Schreibt es in die Kommentare, wie man es richtig sagt. Ich weiß es immer noch nicht. Ich bin ja auch kein gelernter Landwirt. Ich glaube, es nennt man Drillen. Wir drillen heute nicht. Wir sehen heute. Ja gut, das kann man auch sagen. Vielleicht kann man auch eigentlich auch beides sagen. Ich weiß es gar nicht ganz genau. So. Schaffen wir nicht noch zu überholen? Schaffen wir nicht zu überholen? Nee, schaffen wir nicht. Von vorne kommt noch wer. So, aber ist doch eigentlich relativ schön, unser kleiner Buggy. Licht auch. Oben auch. Für die Nacht, sehr gut. So, und dann werden wir gleich mal... Wo ist denn der Blinker rechts? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Licht. Da ist der Blinker rechts. Wir blinken mal. Ist der ja ordnungsgemäß. Können wir hier mal kurz durchfahren. So, und... Ich glaube, das müssen wir so lieber mal aufnehmen. Er hat ein Autoload, das weiß ich. Aber wenn da so viele sind, glaube ich, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, was er aufnimmt. Wenn wir mal hier reinfahren. Saatgut ist das da. Mal von der Seite gucken. So. Das hat schön geklappt. Setzen wir mal hier ab. Zack, schön. Mal kurz hier stehen lassen. So, dann gucken wir mal. Quaderballen kann er auch. Nee, das wollen wir nicht. Rundballen. Rundball Ultima auch nicht. Big Packs. Wo können wir denn? X. Ja, das sieht doch gut aus. Dann wollen wir mal zum Feld. Können wir F1 drücken zum Ausschalten. Dann wollen wir mal mit dem Saatgut direkt zum Feld fahren. Da brauchen wir auch nachher nicht mit dem Traktor wieder zurück. So, rechts kommt was. Ey. Raudi, du. Ja, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von unserem kleinen, süßen, wir nennen ihn den Buggy, unserem Buggy haltet. Oh, 54, wir sehen aber kaum was. Wir fahren mal so.
Das sieht doch gut aus. Zeigt nur keine km/h an, aber passt. Passt. So, Feld 16 wollen wir. Da sind wir dabei, den Mais unter die Erde zu bringen. Das werden wir auch gleich wieder machen. Ich hatte das Feld schon fertig. Fertig hatte ich es schon. Hab mir die Folge angeguckt und da war der Ton echt so grausig. Da habe ich wieder ein Backup-Safe-Game hochgeladen, dass wir jetzt wieder da sind, wo wir vor der letzten Aufnahme waren. Das ist echt doof gelaufen. So. Aber ich habe rausgefunden, ich wollte ja hier gucken, das ist die Kälberzucht, kann man hier kaufen und nicht die Schweinefutterzucht. Schweinefutterzucht. Ihr wisst, was ich meine. So, er ist gleich fertig. So, dann schmeißen wir mal GPS wieder ein. Ach, der hat auch noch Dünger. Okay, aber Dünger müsste, glaube ich, eigentlich noch reichen. So, starten wir mal. Also wir noch mal diese Folge ein bisschen was vom Feld schaffen. Ich wollte das eigentlich, dass das fertig kriegen. Das nächste wollte ich eigentlich mit GPS machen. Und dass wir mal anfangen können, schon mal ein bisschen Wiese zu mähen. Dass wir die ersten Ballen auch pressen können. Da brauchen wir noch eine kleine Ballenpresse. Mal gucken, ob ich noch so eine kleine ältere. Ich habe, glaube ich, noch so eine Krone noch drin. So ein bisschen alte auch gebraucht. Ist auch nicht ganz so teuer. Das ist eigentlich, finde ich, ganz okay. Fahren wir mal bis nach vorne. Anheben. Rum um. Und zurück. So, der Kollege ist auch fertig. Dann werden wir gleich nochmal rumswitchen. Dass er gleich schon das nächste Feld machen kann. Dann kann er gleich Feld 48. Da habe ich den Kurs schon gespeichert, weil Feld 48 hat er schon auch angefangen gehabt. Da haben wir gesagt, da machen wir auch noch mal Weizen. Komm, das machen wir schon mal schnell. So, einmal aus, zack. Dann fahren wir ab auf unser Feld. Ja, aber mit... Kann man hier rüberfahren? Dann können wir, brauchen wir nicht übers Feld fahren. Das ist sehr schön. Die Wiese, meine ich hier, die können wir mal mähen. Das ist... Schön was, was wir hier schon mähen können. Ja, gerade hängt es ein bisschen. Was ist los hier? Warum hängt denn das hier so? Verstehe ich gar nicht. Ja gut, hier bin ich auch noch nicht lang gefahren. Vielleicht hat es hier auch noch nicht ganz geladen. Das kann natürlich sein. So. Auf jeden Fall werden wir die Wiese auf jeden Fall mähen. In der diesen Folge. Ja, ich glaube, das wird eng, diese Folge. So, wir brauchen nur Saatgut. Und das finden wir hier. Gucken, so viel Saatgut haben wir gar nicht. Wir müssten fast noch was kaufen fahren. Jawohl. Und weiter geht's. Ich habe noch gar keinen direkten Weg gefunden, wie man auf Feld 48 kommt. Das könnt ihr mir ja mal in den Kommentare schreiben. Wie man aus Feld 48 kommt, ohne über einen, ja, wie soll ich es nennen, über den Graben zu fahren. So, gleich sind wir da. Genau, oh, soweit schon gefahren. Ich habe keinen direkten Anschluss aus Feld 48 gefunden. Deswegen werden wir jetzt einfach mal... Okay. Das hat nicht geklappt so. Also müssen wir doch am Feld lang von nach vorne. Fahren wir aufs Feld 47. Das hat gerade nicht so geklappt, ne? Hier ist so ein kleiner Streifen. Wow. Unfall, das hat keiner gesehen. So, und fahren wir hier rauf. Das finde ich zwar doof, das finde ich echt doof, dass man hier jetzt über die Felder fahren muss, aber ich weiß nicht, wie wir sonst. Hier ist zwar eine Verbindung zu dem Feld, aber keine Verbindung wirklich zu dem Feld hier. Außer auch zu unserem Feld, da müssten wir auch wieder lang fahren. Oder wir lassen die erste Reihe immer aus. Oder wir fahren einfach nächstes Mal durch unser Kraut.
durch unser Weizen, dann passt das. Dann zerstören wir halt unser Weizen, ist auch okay. So. Laden, Feld. Zack. An der ersten Wegpunkt anfangen. Das müsste da vorne sein. Perfekt. Die Pferde von meiner Tochter. Starten. Und auf geht's. Dann machen wir das Feld auch mal erstmal fertig. Ja, unser schöner Deutz DX611. War nicht ganz teuer, ganz so teuer dafür. Seht ihr, ein bisschen Roststellen. Da fehlt auch schon das halbe Logo. Naja, gebrauchte Maschinen. Wir fangen ja auch erst an auf unseren kleinen Hof. Startfuhrpark haben wir ja so weit verkauft, das wisst ihr ja. Aber ich wollte nicht mit den Standard-Startfuhrpark. Da habe ich mir ein paar andere Sachen geholt. Auch nichts Weltbewegendes, nichts Übertriebenes. Nur ein paar neue Sachen. Also was heißt neue, so ein paar ältere gebrauchte. Kann man nicht meckern. Außer Martin, der gesagt, ich habe gescheatet, aber... ich finde, das ist kein Cheat. So. Anheben. Ihr seht da... oh, die Kurvewelle sieht man sich schön drehen, ne? Sie rotiert ohne Ende. So, und zurück. Und senken. Und auf geht's. Können wir mal nach hinten gucken. Da sieht man sich, wie die Kurvewelle sich bewegt. So. Haben wir denn auch im Licht? Oh, haben wir auch, das ist schön. Finde ich echt geil. Bei manchen Traktoren ist das, kann man auch, wenn man Licht anmacht, ist das auch innen. Oh, jetzt haben wir gerade einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt aus Versehen gerade gehoben. Das wollte ich nicht. So. Weiter geht's. Oh, die Kühlkiste haben wir auch dabei. Seht ihr da unten? Ein bisschen über die, sagen wir, über der 40 ist eine Kühlkiste. Was hat er denn dabei? Ich hoffe, nicht so viel Bier. Sonst werden die Spuren nicht mehr gerade. Ach, ist egal. Wir machen es ja sowieso mit GPS. Ha! So. Ich würde sagen, wenn wir dann alles angepflanzt haben, dann werden wir noch ein bisschen mähen. Haben wir eigentlich ein Zetterer? Ein haben wir, dass wir uns Heuballen pressen können und einlagern. Dass wir auch bald uns Schafe kaufen können. Also werden wir, glaube ich, bald werden wir mal die ganzen, wie heißt es, was wollte ich denn jetzt sagen? Die ganzen Nuggets suchen. Aber das mache ich dann so als Special-Folge, weil wenn ich jetzt nur auch Thementage mache, dann nur eine ganze Folge nur Nuggets suchen, ist glaube ich ein bisschen langweilig. Wir wollen ja Landwirtschaftssimulator spielen. Ja gut, das gehört eigentlich auch zum Spielen dazu, aber ich weiß nicht, ob das ihr ein bisschen langweilig findet. Da mache ich eigentlich so ein kleines Special, wo ich die zusammensuche. Vielleicht mit Musik nur. Ah, dann lass ich mir noch was einfallen. So. Das könnte dann vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht dann mal mittags raus, so eine kleine Zusatzfolge. Wir suchen die Nuggets oder so. Lass uns überraschen. Oh, nur 4% Korn. Schaffen wir es bis vorne hin? Ja, die großen Felder, wir brauchen echt viel. Vielleicht holen wir nochmal das Hirschpaket rein. Da war, glaube ich, so ein Überlader für Saatgut. Dass wir mal so einen da stehen haben, dass wir mal direkt hinfahren. Aber wir haben jetzt unseren kleinen, das geht eigentlich auch. 8. Oh. Na, kommen wir ran. Kommen wir ran. Genau gereicht, das ist schön. So. Drehen wir ihn einmal um. So. Dann werden wir mal gucken, ob das auch klappt. Drücken wir mal L. Rückwärts ran. So, und das geht. Sehr schön. Danke, dass wir den Buggy haben. Fahren wir den mal ein Stückchen vor. So. Wow.
Oh. Machen wir den nochmal drauf. So, und auf geht's. Schließen. Habt ihr das gehört? Das hat sich aber gerade gar nicht gut angehört, unser Motor, oder? Habe ich mir das nur eingebildet? Der hat sich gerade irgendwie gar nicht gut angehört. Naja. So, machen wir mal Automat rein. Tempomat. So, ja, was können wir in der nächsten. Was ist unser Ziel? Also unser Ziel ist es erstmal, die Felder anzupflanzen. Dann mähen wir ein bisschen. In der Zeit, wo es alles wächst, würde ich sagen, können wir die Nuggets suchen. Dann werden wir uns vielleicht einen kleinen Mähdrescher kaufen. Ich habe nochmal einen reingenommen. Das ist, glaube ich, ein großer. Ich möchte so einen kleinen Klaas. Würde ich mal gern nehmen. Glaube ich, so einen Klaas hatte ich noch nie. Ich hatte so alle anderen. Aber einen Klaas hatte ich noch nie. Doch diesen Klaas Special Edition Monster. Den hatte ich einmal auf der Hof Bergmann, wo ich alles an Schwein und Fleisch verkauft hatte, was ich hergestellt habe. Und Wurst und Milch und Käse. Ja, die Hof Bergmann habe ich locker, glaube ich, 200-300 Spielstunden gehabt. Auch im LS15 hatte ich die lange, lange gezockt, da wo du noch alles züchten kannst. Da kannst du mittlerweile ja auch teilweise alles züchten, was man züchten will. Und so, dann können wir gleich wieder eine Runde drehen. Anheben. So, und wir haben den Kilometerzähler. Ja, 6 Kilometer sind wir bisher mit denen gefahren. Okay. So, senken und weiter geht's. Ja, nachdem wir dann, sagen wir, die Nuggets gefunden haben, würde ich sagen, können wir noch mal gucken, ob vielleicht so ein, zwei Felder, vielleicht auch noch eine Wiese dazu. Oder wir machen aus dem Großen einfach eine Wiese. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass wir uns ein mittelgroßes Feld kaufen oder ein paar kleine und daraus Wiese machen. Das wäre natürlich auch. Dann würde ich noch mal gern gucken, dass wir uns die Schweinemischstation, gibt es hier auch so ein Gebäude, wo man das alles mischen kann. Da braucht man, glaube ich, nur Mais und Kartoffeln. Oder ich habe einen Mod, das ihr kennt, den, hier ist der Scorpion King, wo man auf jeden Fall das Futter, das Kraftfutter für die Kühe mischen kann. Gibt es auch für die Schweine, das habe ich gefunden. Das könnten wir vielleicht auch benutzen. Aber wir lassen uns sehen, wir werden auf jeden Fall ein paar Tiere kaufen. Schafe werden wir uns auf jeden Fall kaufen, da braucht man ja nicht ganz so viel tun. Und dann werden wir die ersten 10 Mutterschweine kaufen und dass die Ferkelproduktion losgeht, ne? Dass wir mit unseren selbst produzierten Ferkel, die dann mästen können und die dann gut verkaufen können. Dass es einen kleinen Kreislauf ergibt. Ja, wir mästen sie. Ja, gerade wieder voll versprochen gehabt. Aber ihr seht, wir sind nicht mal weit hoch und runter gefahren und knapp 30% noch drin. Deswegen, dieser kleine hat sich schon gelohnt, da hätten wir schon wieder zurückfahren müssen. Oder wir kaufen uns direkt mal bald eine größere Sämaschine, das dauert aber noch. Jetzt behalten wir erstmal die. Das ist okay. Wie sieht denn unser anderer aus? Der hat noch 56% Weizen drin. Der müsste eigentlich vielleicht mit dem Feld gerade so reichen. So. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir dann irgendwann, wenn wir soweit sind, die große Schweinezucht und gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ziel ist es eigentlich vielleicht, alle Felder mal zu besitzen. Das ist eigentlich immer das Ziel von jedem Spiel, jeder Map, Felder alle zu besitzen. So, ja, toll, eine E-Mail. Geht die bitte gleich wieder weg. Dankeschön. So. Und dann können wir gleich wieder drehen. Ja, so oft. Vielleicht 10 Mal nochmal hoch und runter fahren. Und anheben. Und rum. Und ich wollte auch ganz vergessen, beim Start dieses Let's Plays einzugeben, dass ich möchte gerne mit Flügen spielen. Ich bin zwar nicht der große Held, der fliegen kann. Dafür haben wir ja Cosplay und auch unsere Helfer. Aber das werden wir, nachdem wir alles geerntet haben, oder wenn alles gewachsen ist, oder irgendwann werden wir es einfach aktivieren.
drei Düngestufen oder wir sagen, wir machen zwei Düngestufen und einmal pflügen, weil wir spielen ja auch alleine. Das ist okay. Dann machen wir zwei Düngestufen, würde ich sagen, und einmal pflügen ab der nächsten Saison dann. Wenn wir unser Winterweizen rausbringen, hier sieht man nochmal schön die Kurbelwelle sich bewegen. Die ganze Mechanik, die Hydraulik, wie sie sich bewegt. Die Federn. Sehr schön gemacht. Ah, ich freue mich schon auf den LS19, aber da wird es fast mit meinem Computer ein bisschen eng. Glaube ich. Aufrüsten tue ich ihn nicht. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht kann ich da nicht ganz so hoch spielen. Wir werden es sehen. Aber die Rauchwolken sind auch geil von den Deutschen. So, dann werden wir gleich wieder anheben. Und anheben. Und zack. Rum. Zurück. Senken und weiter geht's. Schön durch. Jetzt kann man den eigentlich noch zulassen. Seemaschine senken. Lup, lup, lup. Okay. Zulassen kann man den gar nicht. Hier anschalten. Nö. Ach, ist ja auch egal. Wo kommt denn LIP her? Das weiß ich gar nicht. Lip. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wo LIP herkommt. Das würde mich mal interessieren. Aber er hat ja auch Frontlage, genau, für den hatten wir auch. Frontlage auch unser. Auspuff, der ist auch schon ganz schön rostig. Aber er macht gut seine Arbeit. Sieht seine Runde hier mit 14 km/h. Nur vorne, es gefällt mir nicht so das ganze Gewicht, dass das nur an einer Dings hängt. Aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. So. Und heben. Oh ne. Was falsch, das wollte ich gar nicht. Heben. So, ich habe das Gewicht gesenkt, das wollte ich nicht. Nicht zu nah in den Graben. Senken und weiter geht's. Ja, ich würde sagen, 1, 2, 3, 4, 5 Mal, vielleicht noch 6 Mal. Das ist schwer einzuschätzen. Es ist sehr schwer einzuschätzen. Dann machen wir mal Tempomat rein. Oh, ja, Wetter ist auch schön. Ist okay. Hat bestimmt auch genau, ist genauso warm wie hier, 36 Grad. Nee, passt ja gar nicht. Wir sind ja im Frühling rein theoretisch, ne? Da unten könnten wir ihn gleich noch mal auftanken. Also ihr seht, wo der John, unser kleines Buggy steht. Da haben wir das letzte Mal aufgetankt. Da waren wir bei 100%. Das sind vielleicht 5-6 Spuren. Gut, wir haben noch 16%, aber es zieht echt viel Korn hier rein, also Maiskörner. So, dann drehen wir gleich mal, dann können wir gleich noch mal machen. Können wir schon mal senken. Zack, 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 laufen wir mal zu unserem kleinen Buggy. Rückwärtsgang. Z für lösen. Einsteigen. Kann ich nur von der Seite einsteigen? Okay. Hä? Dann kann ich jetzt da gar nicht einsteigen. Jetzt. Hä? Jetzt geht's auf einmal, gerade nicht. Okay. Oh, das waren ja gar nicht die 15%, das war ja Dünger. Okay.
Müssen wir mal gucken, wie weit wir noch mit unserem Dünger kommen. Ich eben. Bitte. Okay. Das wird ein bisschen eng, unser Dünger. Da müssen wir mal gucken. Da müssten wir vielleicht nochmal Dünger holen. Habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Also Mais reicht ja noch. Aber Dünger, das wird nicht reichen. Dünger wird nicht reichen. Ja, okay, das wäre auch kein Problem. Setzen wir das da vorne ab. Dann fahren wir Dünger. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Saatgut reicht, ob ich das Saatgut schon wieder mitnehmen kann. So, eine, könnt ihr gleich mal sehen, was eine Spur ist. Sag mal, wir müssen noch ein bisschen mehr als 10 Bahnen fahren. Ah, das schaffen wir nicht. Das sind fast 10% eine Fahrt hoch. Dann müssen wir auch noch die Seitenränder dann fahren. Dünger müssen wir gleich holen. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Naja, geht schon. 9% haben wir noch. Wie viel hatten wir da unten? 15, also 6%. Also nochmal runter schaffen wir auf jeden Fall. Dann können wir nochmal Dünger schnell fahren holen. Weizen hat er auch noch da. Unser anderer Helfer hat noch 31% Weizen. Das seht ihr ja oben. Das ist der Aquastar 661 auf Feld 48. Mit der Seemaschine D9 4000 Super. Hat noch 30% Weizen drin. Das ist okay. Ja, 2%. Ja, wir können trotzdem. Ich glaube, wir können noch mal hochfahren. So, anheben. Oh, Bäume. So. Dann würde ich sagen, machen wir mal X, dass er wieder richtig draufsteht. Dann holen wir mal Dünger. Ich glaube, Saatgut müsste reichen. Da kommen wir mit hin. Ach, wir probieren es einfach. Wir machen jetzt mal No Risk, No Fun. Wir lassen das direkt da dann und nehmen nur Dünger mit. Bisschen Musik hier machen, oder? Bisschen Rock'n'Roll. Yeah. Muss ich mal gleich mal hören nach der Aufnahme, wie laut das für euch ist. Ob man mich da noch gut bei hört. Test, Test, 1, 2, 3. Fünf ist okay aus. Okay, 5 ist aus, an und aus. Das habe ich jetzt gerade voll verpeilt. So. Aber wir könnten ja. Wir könnten ja nochmal schnell zu unseren anderen fahren. Wir haben gesagt, wir fahren jetzt immer hier lang. Ich weiß auch gar nicht, warum das so komisch hier gewachsen ist. Wie viel braucht er denn noch? Warten wir mal kurz. Komm her, Kollege. Wie viel hat er denn noch? Ja, noch ein ganzes Stück, ne?
entlassen. Wenn wir gleich mal rückwärts ranfahren. Und Z. Mal den Rest aufladen, was noch drin ist. Weiß nicht, wird er, geht er leer? Geht er leer ein? Ja. Wir sind da drin. 2000? Doch, 2000 sind, glaube ich, drin. Okay, ist noch ein bisschen was drin. Das ist schön, er fährt gleich weiter. Haben wir das schon mal aufgefüllt? Nein! Das habt ihr nicht gesehen. Ich habe ihn befestigt gehabt vorher schon. Das habt ihr nicht gesehen. Wow. So. Aber damit endet die erste Folge für den Montag. Oder? Ja, genau. Montag ist LS17 Montag. Landschaftssimulator 2017 ist der Montag. So, ich danke euch auf jeden Fall für Zuschauen. Kommentiert fleißig. Feedback ist immer gut. Damit kann ich den Kanal verbessern. Weiß, was besser ist, was ihr besser findet. Und ich sag, bis zum nächsten Mal. Heute Abend um 18 Uhr geht's weiter. Auf der Farm Silber Susum Map, wie ihr es wollt. Bis nachher. Auf Wiedersehen. Tschüss bei Bürgerm LP.